Hi, grüßt euch Leute. In diesem Video möchte ich mit euch über meine Top 5 Apps sprechen, die ich täglich bei meiner Arbeit nutze, die mir und hoffentlich auch euch das Leben erleichtern. Viel Spaß! Moin Moin Leute, ich bin gerade an der Küste und ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technikviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Danke. Also wie schon angesprochen, in diesem Video geht es um das Thema Apps, also Apps, die ich bei meiner Arbeit als Filmemacher nutze. Und dann gibt es eine ganze Reihe von, die mir das Leben einfach sehr viel erleichtern. Und das möchte ich einfach mal mit euch teilen und hoffe, ihr habt da auch einen Mehrwert davon. Also fangen wir an. App Nummer 1 ist Light Spectrum Pro. Und Light Spectrum Pro ist eine App, die quasi Zugriff auf eure Handykamera hat und mit der ihr den Weißabgleich sozusagen lesen könnt. Das heißt, ihr macht die App einfach an und ihr richtet dann eure Kamera auf eine Lichtquelle und könnt dann so bestimmen, wie dort der Weißabgleich ist. Und das nutze ich sehr oft, zum Beispiel, wenn ich Locations scoute und dann in der Location bin, dann schaue ich, okay, welche Farbtemperatur haben diese Lichter hier? Muss ich die eventuell abkleben oder matchen die sehr gut mit meinem Keylight oder was auch immer? Also das nutze ich wirklich sehr, sehr oft oder meinetwegen, ihr habt irgendein Keylight, was jetzt kein Aperture oder irgendwie so ist, sondern irgendwie bloß eine einfache Glühlampe aus dem Baumarkt, die ihr in eine Softbox macht. Dann wollt ihr natürlich auch wissen, okay, was ist da die genaue Farbtemperatur, damit es dann mit eurer Kamera zusammenpasst, und dafür nutze ich eben Light Spectrum Pro. Meine zweite und für mich finde ich eigentlich auch fast wichtigste App ist Sunseeker. Und Sunseeker ist eine App, mit der ihr beispielsweise schauen könnt, zu welcher Jahres- und Tageszeit stundengenau wann wo die Sonne steht. Und beispielsweise ihr wollt draußen drehen, so wie ich jetzt, dann wollt ihr natürlich wissen, okay, zu welchem Zeitpunkt steht wo die Sonne. Aktuell steht die Sonne hinter mir, das heißt, ich sollte eigentlich so eine Art bisschen Backlight haben, wenn jetzt nicht so viele Wolken da wären. Aber ich nutze das zum Beispiel auch super oft, wie gesagt, wenn ich gerade Location-Begehung mache oder Location-Scouting mache für ein Interview-Dreh oder für was auch immer ein Dreh. Und wenn ich dann Indoor bin, und dann hat man ja meistens irgendwie ein Fenster im Shot und ich habe beispielsweise keine Möglichkeit oder ich will das Fenster im Shot drin haben, dann gucke ich natürlich durch diese App, okay, wenn ich jetzt hier zu dem Zeitpunkt drehe, wo steht dann die Sonne? Ich will natürlich verhindern, dass genau zu dem Moment die Sonne dann voll durchs Fenster reinknallt, weil dann habe ich keine Chance, irgendwie das richtig zu belichten. In der Regel will ich ja, dass das Fenster nicht überbelichtet ist. Das heißt, die Sonne müsste dann irgendwo anders sein. Und dafür nutze ich halt eben diese App. Und wie gesagt, ihr könnt es halt auch immer sehr genau nach Jahreszeit schauen. Also ich finde diese App wirklich super. Kommen wir zu Nummer 3 und das ist die App Quadratsch. Und Quadratsch ist quasi eine App, die auch wiederum Zugriff auf eure Kamera hat. Aber damit könnt ihr genaue Kameramodelle einstellen und auch Brennweiten, Sensorgrößen und was auch immer. Und somit kann ich auch, wenn ich wieder mal, ich sage ja immer, die Planung ist nur so gut, oder der Film ist nur so gut wie die Planung, die dem vorausgeht. Deshalb gerade auch wieder beim Thema Location-Begehung, Location-Scouting, was ich, by the way, immer empfehlen würde, nutze ich diese App halt eben, um zu schauen, okay, hier würde ich meine Kamera hinstellen und wenn ich jetzt ein 35 mm Objektiv nutzen würde, wäre der Bildausschnitt so, wenn ich ein 50er nutzen würde, so, 85er und so weiter und so fort. Und ihr könnt da wirklich euer Kameramodell auswählen und dann seht ihr das halt eben genau und ihr müsst halt dann nicht eure Kamera mitschleppen und die da irgendwie schon mal aufstellen, und so könnt ihr schon mal bei der Location-Begehung festlegen, okay, hier werde ich die Kamera hinstellen und so wird dann das Bild aussehen. Ist für die Planung wirklich super einfach und erleichtert euch vieles, ne? Wie gesagt, ihr müsst nur euer Handy mitschleppen, nicht eure Kamera. Finde ich an der Stelle wirklich sehr, sehr hilfreich. Kurzer Zwischenruf aus dem Studio. Falls du dich mehr für das ganze Thema Filme machen interessierst, dann möchte ich dich sehr gerne zu meinem kostenlosen Online-Webinar einladen, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. 2015 hatte ich auch noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient, wie man filmt. Heute habe ich es geschafft, mit Kunden zusammenzuarbeiten wie Siemens, Adidas, Decathlon, kann durch meine Aufträge die ganze Welt bereisen und lebe dadurch einfach meinen Traum.
Wenn das also auch was für dich ist und dich das interessiert, dann wie gesagt, lade ich dich gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar ein. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Alle Teilnehmer waren bis jetzt sehr, sehr begeistert. Also ich freue mich auch darauf, dich bald in meinem Online-Webinar begrüßen zu können. Bis dahin. Dann kommen wir zur App Nummer 4 und das ist die App Filmic Pro. Und die nutze ich beispielsweise immer dann, wenn ich jetzt mal mit dem Handy eine Aufnahme machen möchte. Kommt ehrlich gesagt nicht so oft vor, aber ich finde an der App einfach super, dass ich wirklich alles manuell einstellen kann. Verschiedene Bildprofile, Framerates, Auflösungen, den Weißabgleich selbst einstellen kann, den Shutter einstellen kann. Ne? Also alle Möglichkeiten, die man sich so von einer normalen Kamera kennt, kann ich hier alles manuell einstellen und habe dann so schon mal eine gewisse Konsistenz im Bild und daher nutze ich die sehr gern für Stories und so weiter oder beispielsweise auch für irgendwelche Reels oder was auch immer, finde ich das sehr, sehr hilfreich. Meine nächste und letzte App, die schließt daran direkt an und das ist Adobe Premiere Rush. Und ihr kennt es ja oder ihr wisst es ja vielleicht, wenn ihr meinem Kanal folgt, ich bin eigentlich kein Premiere-Nutzer, sondern nutze DaVinci Resolve, aber Adobe Premiere Rush, damit könnt ihr wirklich sehr einfach Videos, die ihr aufgenommen habt am Handy, ganz easy am Handy selbst zusammenschneiden. Ihr habt dann natürlich nur so die Basic-Funktion, aber das, was ihr machen könnt, reicht für Stories oder auch so für YouTube Shorts beispielsweise absolut aus. Und wirklich, wenn ihr einfach mal ein Video so kurz zusammenschneiden wollt, auch eine Instagram-Story oder sowas, kann man damit super machen. Also insofern finde ich das für den gegebenen Zweck super. Genau, und das waren meine Top 5 Apps, die ich beispielsweise in meiner täglichen Arbeit nutze. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Apps ihr nutzt. Dann können vielleicht wir gegenseitig davon lernen. Und das ist ja der ganze Zweck dieses Kanals. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr kennt es ja, ab damit in die Kommentare oder auch gerne auf Instagram. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bleibt gesund, Leute, und ciao.